Ah, kennst du das? Du bist schon seit Jahren auf YouTube und produzierst in unregelmäßigen Abständen Videos. Dann fällt dir auf, hey, es ist inzwischen 2017 und noch so gut wie keiner weiß eigentlich genau, wer hinter deinen Sachen steckt, da du kein trendiger Vlogger bist und du dir auch sonst nie die Zeit genommen hast, dich vernünftig vorzustellen. Nein? Mann, ich wusste, ich bin der Einzige. Hi, Ocelot VA hier und willkommen zu Ocetalk. Cheesy Begrüßung, check. Ich bekomme in Streams öfters Fragen über mich als Person, also dachte ich mir, ich kann es auch alles gut in einem Video zusammenfassen. Nennt man das dann nicht FAQ oder so? Egal. Ich nenne es jedenfalls Ocetalk, da ich entscheide, worüber genau ich rede. Und heute bin es nun mal ich selbst. Ein passender erster Ocetalk, wenn ihr mich fragt. Okay, in dem Sinne, los geht's. Mein Name ist Joshua, ich bin ein freiberuflicher Filmhersteller und unter dem Pseudonym Ocelot VA produziere ich Videos, die mein Herz und meine Seele beinhalten. Oh, by the way, es heißt Ocelot, nicht das deutsche Ocelot. Ich weiß nicht genau warum, aber obwohl ich immer Ocelot sage, sprechen mich so gut wie alle mit Ocelot an. Ocelot VA. Es hat mich am Anfang nicht mehr so sehr gestört, bis ich bemerkt habe, dass so gut wie jeder, mit dem ich rede, mich so anspricht. Es ist immerhin ein Unterschied, der mir schon relativ wichtig ist. Niemand möchte, dass sein Name falsch ausgesprochen wird. Letztendlich kann ich daran allerdings auch nichts ändern. Ich kann nur weiterhin sagen, hi, ich bin Ocelot VA. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Auch wenn du den Namen Ocelot VA nicht kennst, ist es wahrscheinlich, dass du meine Stimme kennst. Früher gab es da mal ein gewisses Lied über ein Pferd und Limonade. Ja, das. Meine deutsche Version davon wurde relativ viral und heute kennt es leider so gut wie jeder. Obwohl, es ist schon ziemlich lange her. Vielleicht hat es inzwischen jeder vergessen. Hoffentlich. Aber heute mache ich keine Dubs mehr. Das habe ich hinter mir gelassen. Ich habe zu dieser Zeit zwar viele Aufrufe mit Dubs gemacht, aber es fühlte sich irgendwie falsch an. Ich wollte lieber Dinge machen, die komplett von mir selbst kommen, meine eigenen Ideen umsetzen, eine eigene Identität entwickeln. Was schließlich zu dem geführt hat, was ich jetzt mache, auch wenn es so langsamer vorangeht. Heute sehe ich mich hauptsächlich als Musiker und Animator. Allerdings bin ich immer noch ein Sprecher, was das VA in meinem Namen erklärt, denke ich, welches für Voice Actor steht. Also habe ich das Synchronsprechen nicht aufgegeben, nur das Dubbing als Format für meinen Kanal. Mir wird oft gesagt, dass meine Musik klingt wie aus den 80er Jahren oder aus alten Videospielen. Was Sinn ergibt, da meine Kindheit hauptsächlich aus Zocken bestand. Und ja, es stimmt, allgemein stehe ich auf den Sound der 80s. Dieser Sound ist für mich wie eine auditive Darstellung meiner Seele. Kalt und synthetisch. Also würde ich sagen, ich bewege mich musikalisch am meisten in dieser Richtung. Ach ja, und Orchester. Orchester ist auch ziemlich nice. Allerdings bin ich offen für alles und probiere gerne neue Dinge aus. Natürlich nur, sofern sie meiner Seele entsprechen. Rein originales Zeug, was auf nichts basiert. Dinge, die komplett meiner Fantasie entspringen. Das bedeutet keine Parodien und insbesondere keine Animationen über bekannte YouTuber. Kleine Anspielungen wiederum schließe ich nicht vollkommen aus. Zu animieren ist ein starker Wunsch von mir. Ich denke, es ist der Grund, warum ich mit dem Zeichnen angefangen habe. Nicht, weil ich stille Bilder zeichnen wollte, sondern weil ich animieren wollte. Erst die Bewegung bringt meine Flamme zum Lodern. Eins kann ich sagen, Perfektionismus und Animation vertragen sich nicht. Die Ergebnisse sind es letztendlich zwar wert, aber die Zeit, die das Ganze einnimmt. Aber ich fühle mich nun mal dazu gezwungen. Eine Animation ist für mich nicht nur ein Video, sondern ein Kunstwerk. Ein abgeschlossenes Werk, welches für eine lange Zeit existieren wird. Möglicherweise länger, als ich selbst lebe. Es sollte daher im besten Fall etwas sein, worauf ich nach Jahren noch zurückblicken kann, ohne dass es mir peinlich ist. Allein aus diesem Grund habe ich an meiner letzten Animation 10 Monate gearbeitet. Und sie dauert gerade mal 3 Minuten. Das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man ein gutes Ergebnis will. Aber ich würde es trotzdem immer wieder tun. Der Gedanke, meine Visionen echt werden zu lassen, ist zu stark, um es nicht zu tun. Ich hoffe nur, ich werde es mit steigender Erfahrung schneller hinkriegen. Ihr habt bestimmt genauso wenig Lust wie ich, für jede Animation 10 Monate zu warten. Ich sehe mich selbst nicht als einen, allerdings verstehe ich, warum man das denken könnte. Die Art, wie ich mich präsentiere, deutet stark darauf hin. Insbesondere wegen einer Sache. Wenn Leute Ocelot VA hören, dann denken sie für gewöhnlich an ihn hier. Das ist Leon, das Gesicht und Maskottchen meines Kanals. Aber ich bin nicht er. Wir sind 2 verschiedene Personen. Er repräsentiert zwar meinen Kanal, ist aber lediglich ein Bestandteil meiner... Hey, du kennst mich?
Besser als du denkst. Hä? Nun ja, das war die erste Folge von Austo Talk. Wenn ich in Zukunft tatsächlich auch mal ein interessantes Thema habe, worüber ich reden möchte, dann kommt eventuell mehr hiervon. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann muss ich dir echt dankbar sein für dein aufrichtiges Interesse an der Person hinter dem Content. In dem Sinne, Ocelot out! Kalt und synthetisch.